So, für die nächste Tour haben wir von Laibach nach Sarajevo. Bin mal gespannt, was du mal da, was man. Ja, kannst ja mitfahren nachts. So, starten wir mal den Hobel. Fahren ein paar Pumpen. Ah, passt aber schon. Also für den Monat kriege ich auf jeden Fall, bin ich die Nummer 1. Ah, was? Aber so muss das sein. Wird auf jeden Fall eine interessante Fahrt, ey. Oh ja. So, wollen wir mal. Ach du heilige Makrele, mit einer Eisenbahn hier. Shit. Das heißt Donnerstag, aber soll nächste Woche erst wieder mit Ohren. Ja, passt doch, können wir ja zusammen fahren, wenn du magst. Oder gehst du dann wieder auf Ramp Redemption? Ich fahre gerade wieder voll dem Mist zusammen, ey.
Aber das heißt, wir könnten... Ja, warte mal. Aber okay. Das heißt, Donnerstag wäre der letzte Arbeitstag, nächste Woche erst Mittwoch. Okay. Oha, so lange. Mal schauen, wie sich da mit Bock auf ist. Glaube ich dir. Vielleicht könnte man ja dann noch in der Zeit dann noch die Mods rüber schicken. Was wird das denn hier? Ah, diese KI da. Schlimmer als bei Umsi fahren. Ich mache da eine komplette ZIP-Datei fertig. Es kann sein, dass es ein paar Gigabyte sind. Kann ich ja direkt übernachten, ey. Oh, nicht schlecht. Oh. Das darf natürlich nicht sein. Da siehst du mal, dass ein Mod spinnt. Wollt mal guten Morgen schreien. Abfahrt.
krass. Also die Grenzen haben sie richtig gut gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Zagreb, Zagreb. Spricht man das so aus, Zagreb? Krass. Gefällt mir richtig gut. Vor allem, guck mal, mehr morgen Nebel. Nebel. Achso, Fanta, es gibt für den Simdash-Sport gibt es auch die Karte. Also, die haben schon die aktuelle Karte auf dem Simdash-Sport für, Westbalkan DLC. Habe ich mir schon runtergeladen fürs Tablet. Oh, scheiße, ich habe mich verfahren. Egal. Fahr mal in den liegende 8. Simdash-Sport. Simdash-Sport ist was, das du über den PC mit dem Tablet verbinden kannst. Hm? Kannst du auch mit dem Handy verbinden. Da kannst du deine Navigation drauf machen, da kannst du deinen... vorne das Armaturenbrett drauf machen. Oha, guck da mal den Nebel an, ey. Was geht denn ab? Ich sehe schon fast gar nichts mehr. Ja, ist schon krass. Der Nebel? Es geht automatisch. Das geht alles automatisch. Ach so, mit dem Simdash-Sport. Kann ich denn machen? Geht eigentlich sehr einfach.
Gönne ich dir. Kann ich dir machen. Also die Installation ist einfach. Brauchst du nur einmal die Software dazu für den PC und einmal die App für dein Tablet oder Handy. Mehr brauchst du gar nicht. Ist im Android halt verbunden, ne? Ja, ist eigentlich sehr chillig. Ist eigentlich sehr, sehr chillig. Chillig, ja. Genau so chillig. Du musst halt nur gucken, wie gesagt, ich glaube für 2 €, also es gibt einmal die normale Version und einmal die Pro-Version. Und die Pro-Version ist quasi, die kostet nicht viel, vielleicht gerade mal 3 € oder so. Also das ist ein Witz. Du kannst sogar darüber LS19 steuern, ne? Oder LS22. Kannst du so ein Dashboard von so einem John Deere runterladen, kannst darüber auch an- und ausmachen. Motor starten, es geht alles. Fand der, du bist verrückt, ey. Du bist wirklich verrückt. Frage, Chat. Hört euch oder tut jemand von euch Q-Dance hören oder Techno? Irgendwas in der Art? Mal gerade zum Upspacen. Hätte ich was Gutes gefunden. Gut, dass ich langsam gemacht habe. Perfekt. Baustelle, ja. Ja, das sind diese Zufallsereignisse, ne? Fanta, wenn du da und da kannst du die Baustelle richtig aufdrehen. Hardstyle-Schlager. Ja, ich hätte es mir so Techno-Q-Dancen im Aussicht gehabt, aber das Problem ist, dass. Das rockt euch auf jeden Fall die Ohren weg. Ich mach's mal rein, ja. Mach an. Alles klar. Also René, es könnte jetzt ein bisschen laut werden. Nee, die Lautstärke lasse ich gleich, um Gottes Willen. Muss noch gucken, dass ich das gleich ein bisschen über die... Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wo haben wir sie denn? Da ist es.